Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Cast Nummer 2194. Wir machen nochmal Amerika-Region, haben dazu den Spieler in Rot, ein weiterer aus dem Süden Amerikas, das ist Eric, der Brasilianer. Und der spielt gegen Nordamerika, denn da haben wir den Protoss in Blau, das ist Disc, der Kanadier. Somit ein PvZ zwischen den beiden, wir starten auf Royal Blood. Und wie man sieht, opponententisch gibt es da keine Überraschung, aber es ist PvZ und das ist aus der Gruppenphase das vorletzte Game, was ich machen werde. Danach werde ich in die Playoffs einsteigen. Da starten wir wahrscheinlich mit der Asia-Region und arbeiten uns dann Richtung Amerika und Europa. Und dann gibt es natürlich noch das Hauptturnier, das dann auch noch ausstellt. Also ich habe auf jeden Fall noch Replays, daran mangelt es wahrlich nicht. Daher werde ich die Gruppenphase jetzt auch zu einem Ende kommen lassen. Haben wir einige Games davon gesehen, einige Spiele davon gesehen. Und dann geht es eben darum, wer gewinnt das Ding eigentlich. Wer ist momentan stark in der jeweiligen Region, bis sie dann im Gesamtturnier aufeinandertreffen. Für die beiden, klar ist es hier auch so, die Gelegenheit, sich zu zeigen innerhalb der Region. Beide jetzt nicht mega erfolgreich, hier und da in den lokalen Sachen. Aber Eric hat ja einige Regionsgegner, die problematisch sind, für Disc genauso. Auch Kanada und Amerika hatten da immer wieder ein paar starke Spieler, an denen man nur schwer vorbeikommt. Genauso gilt es eben für den Brasilianer mit anderen Brasilianer, der im Weg stand, oder einem Mexikaner, der im Weg stand. Also mal sehen, wo der Weg bei den beiden hinführt. Wir kriegen ein Stargate, wenig überraschend. Der Adept zerlegt hier einmal kurz einen Link. Dritte Basis sollte eigentlich auch recht bald ein Thema sein. Wobei hier laufen die beiden Queens nach vorne. Sicher, was die beiden hier vorhaben. Die rennen weiter und weiter und es kommen Linge. Okay, das wird einfach ein kompletter Push hier. Er schickt die Queens und die Linge mit nach vorne und versucht damit einen Angriff zu starten. Das ist doch eine Abweichung vom Standard. Das kennt man so nicht, dass die Queens wirklich den weiten Weg auf sich nehmen. Die Map überqueren ohne Creep. Ist mega, mega zäh. Adepts währenddessen wollen hier rüber. Man sieht, da war eine Drone unterwegs, die dann ein Gebäude setzen wollte. Das war zum Start von Creep höchstwahrscheinlich mit Naturi. Trotzdem muss man jetzt erstmal die Adepts abwehren. Dazu sind einige Linge hier. Linkspeed dauert auch nicht mehr lange. Weitere Drone ist da unterwegs. Man sieht auch, die nimmt den Weg nach vorne. Die will hier vorne aushelfen. Also Eric hier mit einem Angriff, den er startet. Das baut gerade den Oracle. Die Adepts porten erstmal zurück. Treffen damit direkt auf die Queens. Wie man sieht, da ist auch Energie da. Entweder für Transuse oder dann eben für Creep-Tumore. Die Drone ist jetzt unterwegs, die Linge kommt mit nach. Linkspeed ist da, klar. Am liebsten hätte man jetzt ganz schön das erste bisschen Creep angesetzt. Aber das Timing wird eben ein bisschen verfehlt. Und wir sehen auch, es kommt Sporkhol, weil klar, Anti-Air ist Mangelware. Weil die Queens ja noch mit rausgelaufen sind. Also eben der Hatch-Cancel, um dann Creep-Tumore reinzusetzen. Dass man hier eine Grundfläche hat, mit der man den Gegner belagern kann. Weitere Queen kommt nicht drüber gestampft, sondern eine weitere Drone rausgeschickt. Da ist das Oracle Under Natural. Macht ein bisschen Damage, kassiert aber auch einiges an Hitpoints Schaden. Tatsächlich bekommt nur einen einzigen Kill. Und hier der Creep legt jetzt eben los. Die Queens wollen trotzdem nicht zu viel Energie aufbrauchen. Die hätten nämlich gerne noch einen Transuse für die jeweils andere Queen, wenn möglich. Und zudem versucht man jetzt eben die Fläche zu belagern, dass der Protoss keine dritte Basis setzen kann, wenn das in die eigene dritte jetzt gesetzt wird. Für Discus ist der Weg in Resonating Glaives für das Attack Speed Upgrade der Adepts. Das hilft gegen Sörglinge. Und da hier nur zwei Queens sind, kann man die eventuell mit einer gewissen Masse auch überwältigen. In der Zwischenzeit wächst da eben der Creep und wird dann problematisch. Und Resonating Glaives ist natürlich das Problem, da ist keine Detection dahinter. Die Detection kommt dann rein über Oracles. Das macht den Creep zu einem größeren Problem. Stalker wertet den Overlord ab, der noch ein bisschen reingescoutet hat. Und tatsächlich Eric also ohne Angriff, sondern einfach Flächenbelagerung. Versucht die Fläche zu beanspruchen, wenn das Oracle ist nochmal drin und macht nochmal Kills, aber verliert dafür sein Leben. Somit landen wir auf 42 zu 38 Worker. Klar, Eric hat ein bisschen weniger, weil er einiges an Einheiten gebaut hat und eben die ganze Strategie hier. Aber ist eben die Frage, wie lange kann ich den Protoss aufhalten? Die Adepts wagen sich bereits raus, lassen jetzt die Linge mit den Queens zusammen. Die Adepts stellen sich natürlich am liebsten mit dem Rücken zur Wand, dass sie nicht surrounded werden können. Mit genügend Adepts kann man sich dann auch so vorwärts kämpfen. Die Queens versuchen, das Oracle auseinanderzunehmen. Das ist eben die wichtige Detection. Kommen aber nicht wirklich ran. Jetzt geht so langsam der Creep aus und damit auch die Fluchtmöglichkeit der Queens wird hier, es wäre nämlich hier bringt auch ein Transuse, nicht sonderlich viel, wie man sehen kann. Die Queens werden allein gelassen und die Adepts arbeiten sich dann langsam durch. Haben trotzdem ein bisschen Mühe. Resonating Glaives dauert noch ein bisschen, zumindest mit so vielen Adepts kann man eigentlich damit rechnen, dass Resonating Glaives folgt. Dritte Basis konnte nicht geblockt. Der Creep war tatsächlich nicht weit und kommt jetzt im Bereich des Nexus. Also ein Ticken zu spät tatsächlich. Hätte die erste Drone es geschafft, den Creep zu starten, hätte das vermutlich funktioniert. Aber somit hat das Timing tatsächlich was gebracht, die eine Drone aufzuhalten. Die Adepts währenddessen versuchen jetzt hier mächtig den Zerg zu belagern und springen rein in die Mainbase. Da warten ein paar Roaches, die Drones trotzdem auf der Flucht, versuchen hier sich irgendwie am Leben zu halten. Die Queen ebenfalls am Laufen, bis dann weitere Army-Einheiten versuchen, diese Adepts zu stoppen. Die Adepts warten jetzt auch weniger. Port nochmal rüber in die Natural, auch da geht das Gekotze weiter. Die Queen haut mit drauf und die Adepts sind nur noch zu dritt, nur noch zu zweit, nur noch... Ne, keiner mehr übrig. Beide sterben dann weg. Insgesamt hat es 6 Drones gekostet.
Ja, deswegen musst du eben noch den Creep loswerden. Da gab es kurz die Relevation, aber ein Creep-Turm lebt hier noch. Das ist eben das Nervige mit der Oracle. So viel Detection ist da dann doch nicht am Start. Man muss ständig die richtige Stelle anwählen, um die Sachen aufzudecken. Währenddessen kommen weitere Linge nach, die Roaches wandern rüber, es kommt Roadspeed, also Eric will sofort wieder zuschlagen. Kann den Creep hier noch ein bisschen nutzen, als Speedbooster, auch ein bisschen als Vision. Also das hilft ihm schon noch für ein weiteres Engagement an der Stelle. Währenddessen kommt da noch ein Voidier mit dazu für Disc. Wird natürlich am liebsten seine dritte Basis unter Kontrolle halten. Absichern, da kommt eine weitere Schildbatterie. Protossen sind nicht so viel da, nachdem die Adepts alle gestorben sind. Also das könnte Disc wirklich vor einige Probleme noch stellen. Ah, jetzt sehe ich gerade, ich habe das Addon nicht da. Oder ich habe vielleicht... Doch, ist es da. Ich habe nur den falschen Knopf gedrückt. So, hier geht's also drauf. Linge surrounden die Adepts. Die Adepts stehen da vorne alleine. Da bringt Resident Glaives auch nicht. Die Stalker versuchen, die Stellung zu halten. White Ray sollte auch noch mit dazu kommen. Da kommt es von der Seite. Schildbatterie Overcharge ist aktiv. Cross Family drauf. Die zweite Schildbatterie wird nichts. Da jetzt White Ray mit Prismatic Alignment alle den Damage raus. Protossen halten das normal, aber es hat Overcharge gekostet. Es hat ein paar Adepts gekostet. White Ray ist trotzdem die große Nervensäge gerade. Anti-Air wäre benötigt. In der Zwischenzeit gibt es nochmal den Seitenangriff mit einem Depp. Man sieht, die Queens wandern auch schon wieder los. Die Off-Creep-Fläche ist nicht so riesig. Ja, das ist ein Depp, ist reingegangen. Damit die Natural kriegt Probleme. Zwei weitere Drones fallen. Worker Count 40 zu 55. Je länger das jetzt halt so geht, umso besser für Disc. Mining-technisch hat er da den Vorteil. Hat er echt schon die ganze Zeit. Das bessere Mining. Army Supplies natürlich einiges an Roaches. Hier man sieht, dass der Creep wird nach und nach aufkommt, aber die Queens kommen angewandt. Da ist eben der erste Fleckencreep, der hilft. Man wandert jetzt deutlich schneller nach vorne und jetzt ist das Void Ray auch in Gefahr. Man muss sich hier zurückziehen. Creep kann ja auch noch nachgesetzt werden von den Queens und der Angriff geht auf die Natural Emma. Da steht eine Mortis aber mit dabei. Damit gewechselt zur dritten. Die Queens nehmen sich das Void Ray vor und zerstören das auch, wenn es die anderen Einheiten versuchen, natürlich durch den Immortal, durch die Schildbatterien durchzukommen. Erste Schildbatterie ist auch schon wieder down. Die nächste wird auch gefokust. Die Adepts blocken ein bisschen was an Schaden, machen selber nicht allzu viel. Da kommt jetzt eine Mortal von der Rückseite. Die Ravage versuchen, das Sachen zu zerlegen. Der Mortal hat weiter ausgewichen, der lebt immer noch, beide Mortals leben immer noch. Und die teilen mächtige Schellen aus hier auf die Surf-Truppe. Die Surf-Truppe wird ausgedünnt. Da werden die Sentries angegriffen. Die Queens haben noch ein bisschen Transfuse-Energie theoretisch. Aber wie man sieht, die Surf, die wird auseinandergenommen. Der Protoss hat dahinter die stärkere Economy. Also dieser fehlgeschlagene Angriff Eric wird jetzt richtig problematisch. Ihm geht so langsam die Army aus. Da kommt noch mehr Schildbatterien. Also das will einfach nur durchhalten gerade, weil er weiß, seine Economy wäre sowieso die bessere. Wenn ihr einfach nur überlebt, ist er schon in einer guten Position. Sein Plus-1-Attack folgt auch noch bei Eric, wie man sieht, kommt einfach nur mehr vom Gleichen. Mehr Roaches, mehr Ravage und mehr Masse, die er dem Protoss hier entgegenwerfen kann. Aber bisher hat er es nicht geschafft, durchzubrechen. Und ob er jetzt gegen drei Immortals durchbrechen kann, mit einem vierten unterwegs, ist wirklich fraglich. Ob Savitz jetzt auch mit dabei. Das heißt, Protoss hat die Vision auf der Einheiten hier. Stalk und Blinken auch schon nach hinten. Die Immortals halten vorne die Stellung. Verstärkten Schilde sind aktiv. Damage der Close of Files wird ausgewichen. Und die Surge Army wird jetzt schon weiter und weiter vom Protoss-Gebiet zurückgedrängt. Versucht sie trotzdem irgendwie hier zu halten mit weiteren Reinforcements. Es kommen nochmal 18 Dinge oben drauf. Aber es spawnt auch gleich Immortal Nummer 4. Und wie man sieht, jetzt hier rund um Schildbatterien verfügbar. Also hier die Protoss-Army an der Basis direkt zu bekämpfen, wird mega schwer für den Zerg. Er braucht so viel mehr Damage, um da durchzukommen. Findest die Creep-Fläche ist deutlich geschrumpft oder zumindest deutlich nach hinten gewandert. Da kommt noch ein Stasis Ward mit dazu. Es kommt jetzt weitere Attack mit Robotics Bay, aber auch beim Zerg tut sich ein bisschen was. Es kommt eine vierte Basis, es kommt plus 1 Attack für Linge. Wenn das nicht Zerg am hier immer noch vorne steht und versucht weiterhin zu belagern. Also das gibt Eric nicht auf. Er will hier weiterhin der Aggressor sein. Dem Protoss nicht zu viele Freiheiten geben. Trotzdem, der Protoss konnte sich schon ziemlich gut etablieren. Eben 4 Immortals auf dem Feld, 11 Stalker und 11 Adepts. Ein kleiner Trupp wird hier abgetrennt, um Drones zu jagen. Deswegen steht hier eventuell der nächste Angriff bevor. Da gab es einen Changeling in der Protoss-Army. Aber jetzt macht man hier gerade Druck auf den Gegner. Wird nach hinten gekitet mit dem Protoss-Anetten. Stalker blinkt weg. Stasis löst aus. Erster Mortal ist Nikola. Erster Mortal wird zerstört. Es sind aber trotzdem noch 3 dann, wenn das nicht die Adepts sehen, die neue Basis, die im Bau ist. Und porten dann Richtung Natural. Und trotzdem, die Surge Army hat nicht das Gefühl, dass sie den Kampf direkt gewinnen kann. Klar, je näher es im nächsten Mal geht, umso mehr Schildbatterien kommen damit dazu. Also umso schwieriger wird es hier zu kämpfen. Da ein paar Dinge warten die auf den Drop. Momentan nicht. Stattdessen geht es hier kurz an die Drones. 3 werden nochmal mitgenommen. 43, 59 Worker aktuell. Also da ist es immer noch ein gutes Stück vorne. Hat ordentlich mehr Mining. Die Roach Army muss sich Gedanken machen, wie sie das langfristig angelingen. Versuchen sie jetzt mit dem Rumble von der Seite, bis dann trotzdem so viele Schildbatterien, dass man auch die Probes deutlich besser am Leben halten kann. Stalker blinken kurz rein und stoppen diesen Angriff. Wenn die vierte Basis von Eric wird währenddessen fertig. Sein Arm Supply wächst eben auch wieder. Die Queens jetzt kurz vorne kriegen ein bisschen Arg ab. Creep sollte nachgelegt werden. Die Salads haben noch keinen Charge. Das ist unterwegs. Es kommt jetzt das Disruptor mit dazu. Und trotzdem, schlechter Fight kann ja noch einiges entscheiden. Also in die Crows of Vice ordentlich einschlagen. Die Linge einen guten Surround auf irgendwas kriegen. Da ist für den Zerg schon noch einiges drin. Aber er muss halt auch mega aufpassen dabei. Wenn die Protoss Army in gute Position bekommt, den Zerg auflaufen lassen kann, dann hat sich das mit der Zerg Army auch ziemlich schnell erledigt und so schnell baut die Eric dann nicht nach. Er legt jetzt aber auch wieder ein paar Drones drauf. 8 weitere Drones kommen wieder zu.
Und sein Plus 1 wird fertig. Also die Attack-Upgrades kommen mit dazu. Plus 2 startet er auch für Disc. Das Game läuft einfach weiter und da ist auch schon die Vorbereitung für eine vierte Protoss-Basis. Wenn das denn treffen hier Salets auf Linge und Salets zu stören, die Linge. Und da gibt es den versuchten Surround, die Stalker blinken nach hinten. Da kommt die Disruptor-Kugel, die sprengt einige Ravage aus dem Leben. Die Mortals Kite, nein, nochmal Disruptor-Schuss kommt. Nimmt ein paar Dinge raus, die Linge trotzdem jagen weiter ran. Nochmal Disruptor, beschädigt aber nur die Queen. Aber man sieht, die Linge werden währenddessen zerstört. Die Stalker konnte nicht vernünftig engagen, weil eben die Leuchtkugeln im Weg sind. Und die Protoss-Armee kann sich damit ein weiteres Mal halten mit einem Overlord mit. Das Supply jetzt besser für den Protoss und hat immer noch drei Immortals auf dem Feld. White Cross weiß, man sieht das. Können eine sehr große Gefahr sein, weil die nächste Queen gerade auch zerschossen. Es kommt jetzt ein Infestation Pit, es kommen weitere Linge, es kommen aber auch mehr Disruptors, sind bereits drei Stück und es kommen nochmal zwei, gehen hoch auf fünf Stück. Und die Leverages sind fast die einzige Einheit gerade in dieser Armee. Linge helfen, weil gegen Linge sind die Disruptor, fühlen sich da auch nicht so wohl. Eine Einheit, die den Körperkontakt sucht, ist mit der Explosionskugel gefährlich, weil man sich tendenziell die eigenen Einheiten wegsprengt. Da werden die Linge vielleicht wieder zum Problem. Die Linge müssen erst noch ankommen. Man sieht, die nächsten Kugeln gehen schon wieder rein. Paravage werden ausgeschaltet. Die Linge sind jetzt da. Und damit beginnt das Kiten wieder gegen die Linge-Masse. Die Linge-Masse frisst sich gut durch. Hat ja auch plus 1 Attack. Nochmal Disruptor Kugel. Der Mortal hier wird angeknabbert. Trotzdem die Protoss-Armee. Der Kern besteht weiter in dem Disruptor-Leben. Die Mortals-Leben. Es kommt nochmal ein großer Warp-In an Stalker. 60 zu 52 Worker. Die vierte Basis läuft jetzt. Klar, wir sind bei 12 Minuten. Das heißt, die Mainbase läuft leer. Das gilt für beide Spieler. Protoss vierte Basis ist auch gleich ein Thema. Das Plus 2 kommt für beide Seiten, die Basis oben wird gescoutet und wieder mal Creep wird weggeräumt. Da ist nur eine Queen, die mutig versucht, irgendwie den Creep am Leben zu halten hier unten. Aber die ist komplett auf sich gestellt und wird das dann auch nicht schaffen. Somit der Creep wandert hier nur ein bisschen in die Richtung, aber viel ist es nicht mehr. Der Link knabbert an, ist das eine Cannon, die Schildbatterie? Das ist die Cannon. Wird aber dann gestoppt. Wird das ein Run-By auf die dritte, da warten ein paar Salets. Setzen aber außerhalb der Schildbatterie, plus 2 Tag spielt da auch noch keine Rolle. Der Adapt hilft ein bisschen mit außen, mit die Linke warten aber doch aufgehalten. Das gibt Zeit, dass die Stalker mit dazu kommen. Wenn das sind die Linke hier starten, auch ein Runball. Eric wird also weiterhin aktiv mit seinen Dingen hin und her wandern. Versucht da die Protoss-Verteidigung zu testen. Also er ist wirklich die ganze Zeit aggressiv unterwegs und hat Disc schon einige Probleme gebracht. Konnte den Protoss aber nicht brechen. Das heißt, dieser Protoss-Ball hier, man sieht ihn ja wandern, wird immer krasser, wird immer mächtiger. Zwischen 6 Disruptor auf dem Feld, vielleicht kann man einen davon schnappen. Ne, die Linge sind sich nicht einig, ob sie da wirklich engagen wollen. Aber das ist halt schon eklig viel Feuerpower. Zudem haben die alle plus 2 Attack. Also die Stalker tun auch ordentlich weh mit ihren Angriffen. Die Disruptor-Kugel jagt die Linge. Die Linge können gut aussehen. Dann der Blink rüber, um die Linge den Weg zu blockieren. Aber es gibt einen zweiten Angriff mit Roaches, mit Lingen. Die Schildbatterie lädt ein bisschen sauber, wird aber dann selber weggesniped. Trotzdem können die Stalker halten hier ein bisschen die Stellung. Die Linge kommt jetzt mit angelaufen. Die Protoss-Armee kommt aber auch mit dazu und versucht den Kampf dann wiederum in die andere Richtung zu drehen. Stalker blinken jetzt rein. Die Cannon steht immer noch. Und am Ende ist es hauptsächlich ein Army-Supply-Trade. Bei dem insgesamt der... Ja, der Zerg hat ein bisschen mehr zerstört. Nein, er hat weniger zerstört, Vespingas. Es ist so wenig Vespingas, dass es kaum ins Gewicht fällt tatsächlich. Und wir kriegen einen kleinen Counterdeck wieder mit dem Oracle. Drei Drones nochmal rausgenommen. 48 sind es tatsächlich nur. Das sind 21 tote Drones, 5 tote Probes. 300 Linge inzwischen zerstört. Weitere Armee wird gesammelt. Das ist halt immer noch eine Roach Ravager Armee mit Lingen. Protoss Armee bekommt dann Storm, bekommt Archons, wobei Adrenal Glance ist unterwegs. Das könnte ein mächtiges Upgrade sein, wenn das die Zerg Armee fällt jetzt hier einfach ein. Und es gibt einen Recall auf den Nexus. Das ist gefährlich. Und man sieht, man kommt mit Corrosive Falsian. Protoss Armee stellt sich jetzt dem Weg. Wenn das noch hier die Protoss Armee stellt sich dem Weg. Der Archon hat das gerade so überstanden. Die Cannon hat den Schaden absorbiert und hier die Disruptor wurden zurückgelassen. Wobei das hier ein Problem für die Zerg-Einheiten sind, weil die Disruptor sprengen sich den ganzen kleinen Trupp durch. In der Zwischenzeit, die Stalker wollten hier weiter rauspushen, werden zurückgeschlagen. Trotzdem insgesamt bleibt da einiges an Protoss übrig. 106 zu 84 Army Supply. Storm kommt bald, neue Zealot-Runde. Plus 3 Attack ist unterwegs. Man sieht jetzt hier, Oracle wartet auf irgendwas, dass es wieder eingesetzt werden kann. Es kommen noch mehr Roaches mit dazu. Es ist eine fünfte Basis inzwischen mit dabei. Aber mit gerade mal 48 Workern ist Erics Economy nicht so spektakulär. Wenn die Protoss-Props mal alle arbeiten können, ist seine Economy deutlich stärker. Storm kommt als nächstes. Die Zealots treffen hier auf die Linge, schlagen die auch nochmal zurück. Und hier die Roaches und Ravager haben Sorgen, wie sie das aufhalten sollen. Die Salets wird am Ende gestoppt mit Reinforcements. Storm ist aber jetzt eben da und die Protoss-Armee wandert weiter und will einmal eventuell die Basis und die Armee ausschalten. Aktuell geht es eher Richtung Basis, weil die Disruptor schirmen das alles ab. Die Dinge versuchen sie jetzt da mit einzumischen. Disruptor, eine ist in Gefahr, eine wird gefressen. Es gibt dieses Mal keinen Counter-Attack und die Basis fällt. Das heißt, vier Basen zu vier Basen. Cross-Bites werden schon mal präventiv eingesetzt. Die Protoss-Armee muss zurückweichen. Die Linge starten einen Run-By wieder mal auf die dritte. Ein paar Salets halten das auf. Das sind auch die Templer mit dabei. Bei Storm-Energie ist gerade noch recht knapp. Die Linge kann man dann von der Seite abfangen. Da ist ein Archon mit dabei. Das heißt, die Linge haben gar keinen Spaß. Dem bleibt nicht viel übrig. Aber die kriegen plus 3 Attack. Also in Kürze sind das plus 3 Attack Linge mit Adrenal Glands. Also machen mächtig Schaden. Da wird auch die neue Basis kurz gescoutet. Die fünfte, die da inzwischen wieder zukommt. Auf der Protoss-Seite. Disc auch näher dem Max-Out, als es der Zerg aktuell ist. Und wieder wird da vorangepusht durch Close of Balls durch über den Creep. Weitere große Ling-Run bei hier. Und die Linge machen Damage. Also die
droht schon eine gewisse Gefahr, dass das hier ein Base-Trade noch werden könnte. Und da darf man Dinge wirklich nicht unterschätzen. Die fressen sich schnell durch Zeug durch, weil da auch nirgendwo ein Schild-Upgrade mit drauf ist. Nexus wird gefressen, wird auch nicht gecancelt. Die Protoss haben ja die Schnauze voll, die pusht lieber selbst. Stormt hier ein bisschen die Sorgenheit an, die Dinge aber knabbern weiter drauf. Die Ravager man dessen zu Tode gestormt, von denen bleibt fast nichts übrig. Jetzt bleibt gar nichts übrig. Die Basis unten ist auch verloren. Die Dinge kommen jetzt aber zurück, versuchen die Protoss-Army zu surrounden. Aber da kommen neue Archons wieder dazu. Archons sind ein Problemgegner für Dinge. Und der Protoss-Kern steht noch, wird ein bisschen kleiner. Die Disruptor hauen ein paar Kugeln mit rein, treffen einzelne Einheiten, treffen auch eigene Einheiten. Aber man sieht, vom Sorg bleibt nicht genug übrig. Vor allem die Economy jetzt auch mit zwei verlorenen Basen ist dann auch nicht stark genug, um das weiter zu supporten. Und damit macht das Gemeinde doch das 1-0. Es dauert aber alles etwas länger. Also beide haben da Respekt voneinander vor der Armee, die sie sich aufgebaut haben. Die Counterattacks haben auch einiges gebracht. Eben die Linge hier haben komplett den Nexus zerstört, da gab es kein Cancel. Aber Problem ist halt, dass für Eric selber nicht mehr viel da war. Es waren seine originalen drei Basen, davon ja eine fast leer, eine halb leer, beziehungsweise zwei sogar gleich halb leer. Damit ist die Economy technisch nicht viel los und der Protoss steht trotzdem vor der Haustür. Die Linge haben gehofft, dass sie mit ihrem Zurückkommen die Protoss-Armee eben komplett surrounden können, aber da war einfach nicht genügend Restzeug da, um das tatsächlich gewinnen zu können. Dafür haben die Storms vorher schon zu gut eingeschlagen. Man sieht, dass wie das Zerg-Supply deutlich schneller auseinandergefallen ist. Und somit haben wir jetzt hier eine 1-0-Führung. Auf Kreswan geht's weiter. Opening Tennis gibt's auch da nichts Neues. Das bleibt bei Hedgegar's Pool. Es bleibt bei der Gateway Expansion in ein Stargate höchstwahrscheinlich. Die Frage ist eben dann, ob Eric das nochmal versucht mit Queens direkt nach vorne schicken. Versuchen den Protoss da früh einzusperren. Das hat ja nicht ganz optimal funktioniert in der ersten Karte. Das war aber durchaus ein netter Gedanke. Konnte das nur am Ende nicht krass genug blocken. Hätte die dritte wirklich voll gecreept, wäre da mehr drin gewesen. Aber da hat es eben ein kleines bisschen gemangelt. So ein kleines bisschen im Timing. So, Stargate ist unterwegs. Also das kommt ein weiteres Mal. Adapt hat seinen Teleport am Laufen. Will hier raus aus der Geschichte. Ne, will er doch nicht. Jagt erstmal den Ding. Hat sich nicht rausgeportet. Die Probe kommt nach Hause. Und auf der Zerg-Seite gibt es Linkspeed und natürlich Queens. Also alles beim Alten. Und auch hier keine direkte dritte Basis. Sobald er sie irgendwie quasi mit reinquetschen könnte in seine BO, sondern wartet da noch ein bisschen länger. Die Queens waren dann dieses Mal aber nicht über die Karte. Gut, die Kartenbeschaffenheit ist natürlich auch eine andere. So, Adept hat sich überlegt, ob er reinspringen soll in die Mainbase. Hat sich erstmal dagegen entschieden. Und dann eben Oracle unterwegs. Und zweiter Adept schließt sich hier auch mit an. Dessen Eric schaltet erstmal den Creep-Spread bei sich direkt an der Base. Die Adapts nehmen den Creep auch direkt mit. Teleport in die Main-Base wird er durchgezogen. Wird durchgezogen, springt rüber. Und damit Drones kurz in Gefahr. Erste, beide werden mitgenommen. Dritte Drone. Oh, Drones gehen auch mitten in den Kampf. Das kostet mal ein bisschen Arbeitszeit. Vier Drones trotzdem verloren. Fünfte Drone beschädigen. Der fünfte Drone auch. Die Adapts, die machen einiges. Und weil es lebt der zweite auch immer noch. Und bald kommt da dann noch das Oracle. Und so der Adapt versucht jetzt rauszuspringen. Und wird aber von den Dingen gejagt und auch von den Dingen eliminiert. Aber 5 Kills ist für die beiden Adapts wirklich ordentlich. Zumal das Follow-up auch sofort unterwegs ist. Die Linge starten ihren eigenen Run Richtung Protoss-Gebiet. Gleich Warp-Gate fertig. Eine Wall ist da. Und da steht auch ein Stalker drin. Und eine Schipperin. Da kommen die Linge also nicht durch. Da können sie erstmal nichts weiter erreichen. Da können da ranknabbern. Aber man sieht, das Stalker hält das durch. Währenddessen das Oracle nähert sich der Mainwissen. Das könnte weitere Probleme geben. Erste Drone, zweite Drone, dritte Drone. Das Oracle committed ein bisschen mit seinem Damage. Also drei weitere Drones, die fallen. Nochmal 10% Worker weniger auf der Zerg-Seite. 35 zu 41, da jetzt die Zahl gesamten. Das sind jetzt ja doch schon 8 Drones in 4 Minuten. Da kommt eine Robo als nächstes. Also es wird nichts mit Resident Glaives. Sondern wir kriegen eben die Robotics Facility. Die Linge checken ja nochmal kurz die Lage. Würden am liebsten die Probe mitnehmen, die dritte bauen sollen. Die kriegen die auch. Die Adepts konnten das nicht schützen. Probe wäre gerne hinter den Adepts gestanden, aber ja, hat nicht ganz funktioniert. Somit eine Probe weniger. Nexus wird rausgeschickt. Die Linge wollen auch die noch irgendwie zerlegen, bevor die Nexus schafft. Und kriegen auch Probe Nummer 2. Also die Linge machen da doch mal was an Schaden. Problem ist, man verliert quasi jeden Link bis auf den letzten. Weiteres Oracle folgt. Und danach kommt ein Twilight Council. Und eine Forge auch noch mit dazu. Also das ist schon mit ein bisschen Makro-Orientierung. Aber das ist für ein Protoss in dem Matchup eine übliche Geschichte. Beim Sorgen, das ist ein Evolution Chamber, Leertech unterwegs und die ersten Roaches folgen wieder. Die Linge starten nochmal einen Angriff auf die dritte. Da stehen aber jetzt die Adepts. Könnte vielleicht nochmal eine Probe mitnehmen. Und da ist es tatsächlich Probe Nummer 3, die fällt. Auch der Stalker kann das nicht verhindern. Klar, man kann die Basis jetzt nicht brechen. Man kann es ein bisschen versuchen. Aber die beiden Adepts in der Position mit dem Oracle zusammen, das sollte das doch aufhalten. Man macht dem Protoss schon ein bisschen Sorgen. Man sieht jetzt auch, die Oracles kommen erstmal nach Hause und jagen jetzt die Linge ein wenig, damit da nichts weiter schief geht. Da keine Katastrophen. Es kommt ein Oracle Nummer 4. Es ist einiges an Oracle Investment doch, was Disk sich hier gönnt. Worker Damage 45, 49. Der Protoss wieder mal mit dem Mining-Vorteil. Weil eben dem Zerg aber auch einige Drones abgezogen hat im frühen Spielverlauf. Und das man jetzt erstmal kompensieren muss. Zudem die ganzen Dinge, die gebaut wurden, werfen natürlich den Worker-Count auch ein bisschen zurück. Dafür hat man eben noch die Link-Präsenz, die suchen
nach Probes, die dazwischen Natural und Ritter durch die Gegend fahren. Das sollten ja kurze mehr werden, sobald die Basis fertig wird. Blink ist unterwegs, Oracle ist im Anflug. Versuchen sich mal gleich wieder an den Drones. Da ist ein Spore-Caller an der dritten, der wird gekonnt ignoriert. Die fließen auch ein bisschen weiter. Oracles fliegen rüber zu Natural und sammeln nochmal. Also weitere 8 Drones, 9 Drones fallen, aber dafür stirbt auch ein Oracles. Man scoutet jetzt auch Basis Nummer 4. Das sind hier die Linie, werden wieder zurückgeschlagen, weil die fahren jetzt nicht wirklich viel. Die sind da nicht so relevant, aber man weiß von der neuen Basis. Leertech inzwischen online. Hydra dann wurde auch gebaut, aber Hydras haben wir noch keine auf dem Feld. Es sind ein paar Roaches und hauptsächlich Linge. Militex 1 folgt auch, Oracles wieder am Sammeln. Die neue Basis wird noch dauern, bis die fertig ist. 3 Basen zu 4, was das dann werden soll. 56 zu 64 Work, also Disc auch hier wieder. Worker Tennis steht das sehr gut da. Einige weitere Sorgenheiten unterwegs und hier gibt es noch mehr tote Drones. Also das Worker-Problem, der Worker-Unterschied, nochmal 8 mitgenommen. Einfach nochmal ein Oracle dafür geopfert, ne 2 sogar dafür geopfert. Also die Kosten sind dann doch hoch. 2 Oracles einzusetzen für 8 Drones ist dann schon kostspielig. Aber es schwächt hat die Circle kaum nicht weiter. Wir waren es bei 48 zu 64 Worker. Das ist ein kompletter Mineraline, ein Unterschied zwischen den beiden für den Zeitpunkt. Das muss halt auch alles nachgebaut werden. Das kostet Eric einiges. Das muss er dann wiederum am Army Supply sparen. Und das merkt man dann eben auch, dass sein Army Supply weit nicht so schnell wächst. 25 Drones verloren, 27 Linge. Er hat fast so viele Drones wie Linge verloren in diesem Game. Wenn das sind die Dreifaltigkeit. 3 Probes, 3 Adepts und 3 Oracles sind gefallen beim Protoss. Observer hält hier die Zerg Army im Blick und die Wahl dieses Mal Kolosse mit Extended Thermal Lens plus 2 Tech auch schon unterwegs. Beim Zerg kommt Hydra Speed und der Kolosse kommt dann halt die Hydras und die Linge. Es gibt den Switch Richtung Spire. Man könnte dann ein paar Corruptor einstreuen, aber das A dauert und B kostet einiges. Eric's Economy ist jetzt immer nicht voll auf der Höhe, weil er gibt schon wieder ein paar tote Drones. Nochmal 3, die man verliert. 60 zu 68 Worker und man hat zwar 4 Basen, aber kann die 4 Basen noch nicht voll nutzen. Die 3 Basen von Protoss werden voll genutzt und da kommt dann auch eine 4. mit dazu. Also Economy Tennis steht Disc wieder sehr, sehr gut da. Was kann Eric an Fights auspacken? Das hat es trotzdem ein bisschen Vorsicht walten lassen, als er die Zerg-Army gesehen hat. Mal sehen, was Eric dann mit den Hydras managen kann. Ist nicht die explosive Gefahr von Corrosive Biles da, dafür ein bisschen mehr konstante DPS, wenn man längeren Kampf hat. Hydras pumpt einfach mehr DPS durch. Aber denen fehlt natürlich das Attack-Upgrade, das kommt auch einiges in Damage von den Dingen. Weil das hat man sich hier gerade versehentlich eine eigene Einheit zerstört. Sah danach aus, Link knapp oben an der Cannon, aber Cannon wehrt sich und löst das Problem. Ja, man hat sich den eigenen Adept zerschossen. Nicht sicher, ob das Supply einfach freimachen wollte. Und die Hydras schauen jetzt mal vorbei. Speed-Upgrade ist da, Range-Upgrade nicht. Und eben Attack-Upgrade ist auch keins mit dabei. In der Main-Base scoutet einmal kurz der Overseer, haut auch einen Changeling mit raus. Die Stalker haben Blink und Jumpman sprengt hinterher und snipen dann auch den Overseer weg. Zergami bringt sich an 2 Positionen hier ran an die Protoss-Geschichte. Kann da vielleicht die 4. die Probes belagern, wenn das die 3. komplett abräumen. Zumindest wäre das der Traum eines jeden Zergs. Hier die Ablenkung starten, ein paar Probes snipen, zurückziehen. Der Protoss wandert hoch und dann grätscht man unten rein, zerlegt die Basis. Aber wie man sieht, die Basis ist sehr, sehr gut befestigt. Building Placement hier drumherum, Doppel-Cannon-Schildbatterie. Trotzdem, der Angriff ist auf 2 Fronten aufgeladen. Die Cannon hier fällt als erstes, die Schildbatterie hält ein bisschen durch die Stalker blinken rüber. Also die 3. ist ein bisschen offen, aber da sieht man eben genau das Thema. Das wäre nicht schlecht, diese Combo, aber Problem ist halt wirklich die Infrastruktur, die im Weg steht. Das Oracle auch verzichtet für die Kolosse. Laser Einheit mehr von oben, der Zergdruck wird auch zurückgejagt von den Stalkern tatsächlich. Plus 2 Weapons kommt da noch mit dazu. Das ist ein Primalized Carapace, also Overlord Speed beim Zerg. Spire ist fertig geworden, es kommen die ersten paar Corruptor. Aber die Protoss-Armee, wenn sie mal kombiniert ist, ist sehr, sehr mächtig. Und sie kombiniert sich jetzt. Stalker pushen wieder nach vorne, finden ein paar Overlords. Das könnte auch, das wird für den Supply-Block sorgen. Das ist nervig, es kommt zum richtig ungünstigen Zeitpunkt. 4 Kolosse stapfen hier durch die Gegend, haben Range-Upgrade plus Zeitdeck und treffen halt auf Hydras und Linge. Also die Zerg-Armee muss mega, mega aufpassen, wie sie hier kämpft, weil da ist so viel Laser-Damage drin. Das kann die durch Sorgenheiten problemlos durchschmelzen. Hallucination noch mit dazu, weil man kein Oracle mehr hat. Und die Hydras, ja, müssen das irgendwie aufhalten. Die Linge rennen ran. Man sieht, die Linge kommen nicht mal an den Einheiten. Stalker blickt noch aggressiv nach vorne. Bisschen die Corruptor könnten das größte Problem werden. Solange die Kolosse stehen, wird die Zerg-Armee ziemlich hart schmelzen. Das heißt, die Kolosse muss man am Leben halten. Ein bisschen Puffer noch mit dazu, dass sie nicht überrannt werden. Darum steht da so eine ganze Masse an Stalkern unten drunter. Eine Mortal krabbelt da auch mit rum, ein paar Sentries mit dabei, Guardian Shield kann man auch noch ziehen gegen Hydra-Damage und die Protoss-Armee rückt jetzt eben an. Die Dynamik hat sich gedreht, Protoss macht Druck, aber nur an einer Front, weil er ist in einer kombinierten Front deutlich stärker unterwegs. Der will jetzt diesen Ball natürlich nicht aufbrechen, um sich damit selber zu schwächen. Linge versuchen dann Surround anzusetzen. Zergami ist gut aufgestellt, von verschiedenen Seiten den Heikmann mit Aussetzen von der Seite die Kolosse anschießen kann. Das Setup ist nicht schlecht für Eric, reicht das ist die Frage. Da ist Guardian Shield aktiv, Kolosse werden in die Mitte manövriert, die Linge werden durchgebraten, Hydras sollen das nächste Ziel sind, die Corruptor geben sich größte Mühe die Kolosse zu stoppen.
haben die ersten beiden auch schon erledigt, aber es stehen noch Cyclops, der Warpus wird gesniped. Man sieht aber die Zerg Army, das ist genau das Thema. Die Zerg Army schmilzt, wenn das. Jetzt haben wir zwar gleich alle Kolosse down, aber die Stalker stehen noch und die Stalker räumen trotzdem einiges weg. Und die Crafter helfen dem Kampf natürlich dann gar nicht. Können sich da nicht mit einbringen. Die vierte Basis wird abgeräumt, die Drones sind weg. Die Basis selbst wird wahrscheinlich auch nicht überstehen. Das Spawn per Hydra ist sehr unglücklich, werden da direkt auseinandergenommen. Kurz nachdem sie am Leben sind. Die Crafter versuchen jetzt irgendwas zu machen, indem sie rüberfliegen, Gebäude ankotzen, dass man irgendeinen Nutzen noch hat aus den Craftern, die jetzt sonst nicht viel bringen. Währenddessen baut sich Disc gerade schon Fleet Beacon. Holt das Crafter mit dazu nochmal einen Guardian-Schilder, kriegt das Hydra nicht so viel Schaden. Man sieht, die Zerg Army ist ja kaum vorhanden. Die Crafter versuchen drüben ihr Bestes, aber da geht einfach nicht, weil wir auch überall Cannons stationiert sind. Das heißt, die Crafter können nicht so viel tun, weil sie sind A, nicht viel und B, auch glaube ich, immer noch angeschlagen. Ja, angeschlagene Crafter. Und eben auch nur 5 Stück, also Damage hält sich dann auch in Grenzen. Somit, das Setup hier war nicht schlecht, aber die Masse war nicht da. Die Masse war halt nicht da, weil die Economy vorher schon ordentlich gelitten hat beim Zerg. Also wären da nicht... Gut, am Ende waren es nochmal 10 Drones von der vierten, aber 28 Drones, die im Early Game oder in relativ frühen Spielverlauf gestorben sind, das wirft den Zerg halt doch ein ganzes Stück zurück. Sonst wäre diese Zerg-Army deutlich größer gewesen, hätte mehr Chancen gehabt, den Protoss dabei einfach einzukreisen und zu überrennen. Aber das war Erik hier nicht möglich. Konnte es den Drones im Early Game nicht am Leben halten und dann... Ja, trotz des Fights, den er da versucht hat, war das nicht genug für ihn. Das heißt, Disc macht das hier mit einem 2-0. Und wie angekündigt, das ist das vorletzte Match. Das kommt noch ein Match aus der Gruppenphase, das noch ganz interessant werden sollte. Da kann ich schon ein bisschen anteasern. Ich weiß schon, welches Game es wird. Und vom ersten Blick, das sollte ziemlich lustig werden. Aber das seht ihr dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.